Am 4. Adventssonntag, einen Tag vor Heiligabend, fand wieder die bereits traditionelle Christtagsfreudenwanderung vom Alpl nach Langenwang statt. Auch das schlechte Wetter konnte die Teilnehmer nicht daran hindern, den beschwerlichen Weg, den einst der 12-jährige Waldbauernbub Peter Rosecker ging, zu folgen. Die Marktgemeinde Langenwang veranstaltet heuer zum 23. Mal die große Wanderung vom Geburtshaus am Alpl nach Langenwang, ganz gleich wie vor 157 Jahren im Jahr 1855 der kleine Peterl mit 12 Jahren gegangen ist. Diese Veranstaltung ist die größte Wanderung in unserer obersteirischen Region. Die Christtagsfreudenwanderung sieht so aus: Es wird einmal vom Rathaus in Langenwang weggefahren, es kommen alle hierher. Es wird dann mit den Bussen auf das Alpl gefahren bis zur Waldschule. Dort steigen dann alle aus. Dann geht man gemeinsam zum Geburtshaus auf das Alpl. Dort versammelt man sich. Man hat dort auch die Möglichkeit, das Geburtshaus zu besuchen, etwas zu trinken und zu essen. Dann findet auch eine Lesung dort statt. Das Bläserquintett Langenwang spielt am Geburtshaus am Alpl. Voll mit besinnlichen Eindrücken und weihnachtlichen Klängen fühlten sich die Teilnehmer in die Zeit von einst zurückversetzt. Nach einer wärmenden Stärkung machten sich die Wanderer auf den über 12 Kilometer langen, beschwerlichen Weg ins Tal. Und dann wird gemeinsam losgegangen durch das Treibachtal, den Alpsteig hinunter bis zur Minigolfanlage. Dort werden dann die Fackeln ausgefasst und bei Einbruch der Dunkelheit wandert man dann gemeinsam wie Peter Rosecker und dazumals mit der Fackel in das Ortszentrum von Langenwang. Wir veranstalten diese Wanderung nicht nur am 4. Adventssonntag, sondern auch auf Wunsch vieler Gruppen aus ganz Österreich, auch im Sommer. Nächstes Jahr feierte unser großer steirischer Dichter den 170. Geburtstag und aus diesem Anlass finden sehr viele Veranstaltungen am Alpl, beim Club Beneckerhof, aber auch in der Region um Roseckers Waldheimat statt. Mit einem Fackelzug endete der letzte Teil der Wanderung zum Rathausplatz von Langenwang, wo man sich von den Strapazen erholte und ein Stück Heimatgeschichte mit nach Hause nehmen konnte.